Hey Jonti, für den 1&1 Cube Tube Kanal und wie man hier hinter mir sehen kann, bin ich in Taipei, der Hauptstadt Taiwans, denn HTC stellt hier sein neuestes Smartphone, das HTC U11 vor. Ich mache mich jetzt auf die Pressekonferenz und wir schauen uns das Smartphone gemeinsam an. HTC hat hier gerade sein neuestes Spitzenmodell vorgestellt und zwar hier das HTC U11. Und das schauen wir uns jetzt erstmal hier von allen Seiten an und hier seht ihr auch schon auf der Rückseite die Farbe. Das hier ist das Rot und das sieht schon sehr cool aus, muss ich sagen. Wenn man hier die Lichtspiegelung sich anschaut, hier seht ihr es auch leicht gold und gelb und das sieht schon sehr cool aus. Das Ganze gibt es auch noch in Blau, Silber, Pink, Weiß und Schwarz. Weiß und Blau sieht auch sehr cool aus. Und ja, schauen wir uns hier nochmal die Anschlüsse an und die Tasten. Hier haben wir einmal den Power-Button, Lautstärketaste hier oben, dann den Slot für die Micro-SD-Karte und die Nano-SIM. Auf der linken Seite haben wir nichts. Und hier unten dann den USB 3.1-Port und den Lautsprecher. Und die Besonderheit hier bei dem Smartphone ist die berührungsempfindliche Kante hier oder an den beiden Kanten. Ihr seht schon, wenn ich hier drücke, öffnet sich die Kamera, aber dazu kommen wir dann gleich. Erstmal die technischen Daten. Da haben wir jetzt hier ein 5,5 Zoll Display mit einer Quad-HD-Auflösung. Das sind 2560 x 1440 Pixel. Das ist ein Super LCD 5 Display und das wird durch ein 3D Gorilla Glas 5 geschützt. Also das ist dann vor Kratzern und Stößen geschützt. Als Prozessor kommt ein Qualcomm Snapdragon 835 zum Einsatz, ein Octa-Core Prozessor 64-Bit mit einer Taktrate von bis zu 2,45 GHz. Wir haben hier Android 7.1 als Betriebssystem mit der HTC Sense Oberfläche. Sieht wirklich sehr cool aus. Wir haben hier die Apps und hier unter dem Display seht ihr auch, haben wir die Zurücktaste. Home-Button mit Fingerabdrucksensor und die Taste, um die laufenden Apps anzuschauen. Zwei Kameras sind verbaut. Einmal hier die Frontkamera. Die hat 16 Megapixel, also ideal, wenn ihr Selfies machen möchtet. Hat natürlich auch noch einige Funktionen wie Live-Make-up oder auch den Selfie-Panorama, was ich ganz cool finde. Denn manchmal steht man ja auch in der Gruppe da und möchte ein Bild machen. Dafür ist das dann natürlich ideal. Videos werden hier in Full HD aufgenommen. Auf der Rückseite seht ihr die Hauptkamera. Die hat 12 Megapixel. Hier auch ein Dual-Tone-LED und die nimmt Videos in 4K auf. Außerdem mit 3D-Audio, also wir haben hier 4 Mikrofone verbaut, also bekommen hier auch einen dreidimensionalen Sound. Was auch noch eine Besonderheit ist, Slow-Motion-Videos in Full HD mit 120 Frames pro Sekunde, also das ist auch ein sehr guter Wert. Die Blende ist hier 1,7 und bei der Frontkamera 2,0. So, gehen wir jetzt mal auf das neue Feature, nämlich HTC EdgeSense ein. Also, wenn ich hier drücke, öffnet sich die Kamera. Was schon mal ganz cool ist, denn das Smartphone ist aus. Ich drücke und habe sofort die Kamera einsatzbereit. Und wenn ich nochmal drücke, wird ein Bild gemacht. Das Ganze natürlich auch hier, wenn wir im Selfie-Mode sind. Dann halte ich das Smartphone so, drücke und schon wird ein Bild gemacht. Und das ist schon sehr praktisch, denn normalerweise hält man sein Smartphone ja so, wenn man ein Selfie machen möchte. Da ist es so auf jeden Fall ja, sicherer, denn wir haben hier einen deutlich besseren Grip und das ist schon mal ein cooles Feature, aber über die Einstellung können wir das Ganze dann natürlich auch noch hier über EdgeSense customizen, also hier Launch Camera App, aber wir können noch sagen, wir wollen den Google Voice Assistant wählen oder hier einen Screenshot machen oder hier können wir auch eine App launchen, je nachdem, was wir hier eben möchten. Wir könnten dann sagen, ja, ich möchte jetzt beispielsweise hier meine Fotos öffnen. Oder auch hier den Voice Recorder oder YouTube oder die Wetter-App. Ja, also man drückt drauf, hat dann die Wetter-App. Das Ganze gibt es einmal kurz und dann gibt es das Ganze auch noch einmal lang. Und dann also könnt ihr hier zwei verschiedene Aktionen wählen. Also hier einmal Customize Short Squeeze und Squeeze and Hold Action. So, ansonsten haben wir hier noch einen Metallrahmen. Auch hier bei der roten Version natürlich rot, je nachdem, was für eine Version ihr habt. Und vom Design her natürlich orientiert es sich natürlich an den Vorgängern, den HTC U Ultra und dem U Play. Das HTC U11 wird ab dem 1. Juni in Deutschland verfügbar sein und das in den Farben Schwarz, Weiß, Silber und Blau. Die rote Variante, die ihr im Video gesehen habt, die wird einige Wochen später folgen und das Smartphone wird eine UVP von 749 € haben. Und das war unser Hands-On hier vom neuen HTC U11.
hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr den CubeTube-Kanal abonniert, um keines unserer zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao aus Taipei.